Hallo, hallo, mein Lieben, und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Wie ihr seht, ich bin immer noch krank. Es geht insofern besser, als dass dieser Fließschnupfen angehalten hat und ein bisschen sich festigen konnte und dass ich nicht mehr so viel husten muss wie sonst. Aber ich habe unruhig zwar geschlafen, aber trotzdem geschlafen, was eigentlich eigenartig ist, weil ich ja den ganzen Tag schon geschlafen hatte. Hatte heute Morgen nach dem Gebet auch richtige Kopfschmerzen. Bin ja um kurz vor 6 ist jetzt hier das Morgengebet immer aufgestanden und habe dann gebetet. Dann habe ich mich da hingelegt und dann habe ich echt Kopfschmerzen gehabt. Die sind zum Glück weg jetzt, aber dass es mir besser geht, kann ich eigentlich noch nicht sagen. Ich habe weiterhin Druck im Kopf, mein Körper ist schwach, mein Kopf ist echt so, als hätte ich habe das Gefühl, ich muss schlafen die ganze Zeit. Also es ist wirklich nicht schön. Das Wetter jedoch ist wieder hier in Alanya richtig schön, es ist warm. Ich habe aber heute das Fenster hier bei mir zugemacht, weil es doch ziemlich doll zieht und so warm ist es ja dann doch nicht mehr. Ich liege auch hier mit Bettdecke. Ja. Also das kann man auch gut aushalten, ohne dass man sich tot schwitzt. Aber gestern am Tag war das schon richtig warm hier. Da war ich wieder total nass geschwitzt. Hatte ich ja auch den ganzen Tag hier gelegen. Also Alanya ist schon noch wirklich richtig, richtig warm. Also hier ist weiterhin Sommerwetter. Gar nicht so wie in den anderen Städten der Türkei. Man braucht hier nur Kleid und mehr nicht. Und mit Bikini und kannst hier allem rumlaufen, wie du willst. Es ist einfach nur richtig warm. Am Abend, nachts wird es tatsächlich ein bisschen kühl. Gestern Abend haben wir noch draußen gesessen und haben Pistazien gegessen. Die hatten wir ja in Gaziantep gekauft. Eine ganze Tüte voll. Die muss mein Mann mitnehmen, wenn er wieder nach Deutschland fährt, weil das mit dem Flugzeug für meinen Sohn zu schwer gewesen wäre. Die haben wir gegessen und da war mir schon richtig kühl. Also ich habe mir dann eine Wolljacke übergezogen und mich zugedeckt, aber gut aushaltbar. Also man konnte gut draußen sitzen. Mein Mann hat gar nicht gefroren, der friert sowieso nicht so leicht. Alle Männer ja eigentlich. Ja, schade, ich bin immer noch krank. Wir haben ja eine Menge noch vor eigentlich, aber solange ich weiterhin ausgenockt bin, hat das ja keinen Zweck. Mein Mann hat das zum Glück, Alhamdulillah, gut überstanden. Dem geht es richtig gut. Der hatte ja nur ganz leicht eine Erkältung im Anflug. Und dann hat er gesagt, du musst weg. Er hat ordentlich Kolanja eingeatmet. Und dann war das wieder weg. Ne? Ein Glück, Alhamdulillah. Ja, bei mir hatte ich da weniger Glück. Mich hat es voll erwischt, aber ja. Ich hoffe, das geht vorbei und wir können dann unseren Urlaub beginnen, weil so ist es einfach nur dahin vegetieren. Mein Mann ist gestern auch alleine essen gegangen, weil ich nicht mit wollte. Ich hatte keinen Hunger und wollte auch nicht rausgehen. Konnte ich gar nicht. Ich bin viel zu schwach, bin immer noch schwach leider. Ja, halt eine typische Grippe. Was ich natürlich hoffe, ist nicht, dass das Gedöns hoffentlich nicht ist. Das glaube ich aber nicht. Ja. Und mal abwarten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei meinem neuen YouTube-Vlog. Wie umfangreich der wird, weiß ich nicht. Ich denke mal, ich werde nur ab und zu mal so ganz kurz reinschalten, was wir gerade machen. Aber sehr dolle wird das heute mit mir wahrscheinlich nichts werden. Deswegen, ja, kleines Update. Ich habe euch jetzt eben die Ankara-Vlogs nochmal hochgeladen, beziehungsweise eingestellt. Die hatte ich ja wieder runtergenommen, weil ich da weiterhin ja jetzt ganz rigoros alle Verwandten rauspixel oder ansonsten die Videos gelöscht habe. Da war nur ein Video eigentlich, was die Leute raushaben wollen, aber ich habe trotzdem rigoros alles rausgeholt und lasse gar keine Verwandten mehr auf meinem Kanal zu sehen. Deswegen habe ich auch das Ankara-Video, nachdem ich das veröffentlicht hatte, bevor dann die Bitte kam, die Videos oder das Video rauszunehmen, hatte ich das ja eingestellt. Das habe ich dann wieder rausgeholt, am Abend noch, nachdem ich es eingestellt hatte. Das heißt, haben noch nicht so viele Leute von euch wahrscheinlich geguckt. Oder die Videos waren ja drei Videoteile. Habe die zusammengekürzt, verpixelt teilweise.
Obwohl, wie gesagt, ich das jetzt nicht hätte machen müssen, aber ich habe trotzdem mich dazu entschlossen, alle Verwandte rauszunehmen oder zu verpixeln oder ganz zu löschen. Das Video ging noch und deswegen habe ich ein bisschen verpixelt und ein bisschen verkürzt. Ist jetzt nicht mehr ganz so schön, das Video, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte, aber ja, ist das halt manchmal. Ich wollte aber trotzdem, dass ihr das nochmal seht, wie viel kostet das in Ankara, die Reifen zu wechseln und ähnliches. Das war ja dann doch ganz schön eigentlich und interessant, dachte ich mir. Die habe ich heute Morgen eingestellt und die Vlog-Teile über die Ankunft hier in Alanya stelle ich euch dann heute Nachmittag ein, beziehungsweise die habt ihr dann sicherlich schon online, wenn ihr dieses Video seht. Ja, es ist jetzt 8:25 Uhr. Ich bin immer so die ganze Zeit am Schlafen und am Aufwachen und wieder mich hinlegen und ich konnte mich auch jetzt noch nicht aufraffen, aufzustehen. Werde ich jetzt aber gleich machen. Bin gerade dabei, noch die letzten beiden Vlog-Teile über unsere Ankunft hier einzustellen. Die sind noch nicht drin. Den ersten Teil habe ich eingestellt, aber den zweiten noch nicht und den dritten auch. Und ich glaube, es sind drei Teile. Ja. Das mache ich nochmal eben und dann stehe ich auf und werde einen Kaffee machen. Aber ich glaube nicht, dass das dolle wird mit mir heute. Ja, bis dann. Richtig schöner Ausblick, ganz klar heute wieder das Wetter. Guck mal, die Baustelle ist richtig weit schon geworden. Die haben das Dach angefangen. Ganz klar der Blick heute. Langer Zeit mal wieder einen Löffel von dem Öl einnehmen. Hier sitze ich nun und trinke wieder meinen Kaffee. Mein Mann schläft noch. Hier hatte ich gestern Abend oder den ganzen Tag Wäsche gewaschen. Die Schuhe waren noch nass. Hier auch hingelegt. Ja, unser Gärtner war da und hat hier überall sauber gemacht. Hat er gestern auch schon. Problem ist, dass hier die ganzen Vögel immer überall alles vollkacken. Das ist echt nervig, aber ja, kann man nicht ändern. Vögel müssen auch mal, ne? Das ist echt richtig eklig. Ja, Pool läuft noch. Ich glaube, wir machen den aber nicht mehr lange. Halten wir den in Aktion, weil es ist schon echt kalt und weder ich noch mein Mann gehen rein, wenn das so kalt ist. Naja, ein bisschen lassen wir ihn noch am Laufen, mal schauen. Irgendwann ist da aber bestimmt auch Schluss. Ja, so sieht's aus hier in Alanya im Moment. Ich trinke noch mal meinen Kaffee weiter. Die Wäsche hat leider immer einen schwarzen Rand, weil meine Waschmaschine Rost abgibt. Moment, ich zeige euch das mal eben. Ich habe versucht, das rauszukriegen, aber leider gelingt mir das nicht gut. Überall sieht man, glaube ich, noch die Rostflecken von der Waschmaschine. Meine anderen Klamotten, die weiß sind, die habe ich in Chlor eingeweicht, weil ich das nicht abbekommen habe. Es ist alles voller schwarzer Flecken. Richtig eklig. Moment, ich glaube, man sieht das am Unterhemd ganz gut. Ja, da. Guckt mal, von der Waschmaschine. Das ist natürlich echt doof, aber die
geht halt langsam kaputt, weil man sagt, dass man da was festziehen muss, eine Schraube festziehen muss. Ja, aber wir werden eine neue kaufen, denke ich mal, inshallah. Ja, mein Mann trinkt ja nur dieses Wasser. Nur schon eine Flasche leer. So. Aber die ganzen Ameisen scheinen weg zu sein. Die haben wohl tatsächlich sich gedacht, das ist mir hier zu kalt. Die Ameisenzeit ist zu Ende. Keine Ameisen. Hoffentlich bleibt das so. Aber ich habe hier noch keine gesehen, seit ich wieder da bin. Doch, da eine einzige Ameise auf der Erde. Aber sonst, das ist doch mal schön. Es ist wirklich richtig warm, obwohl ich ein bisschen kalte Füße habe. Aber ich fange schon oben herum wieder an zu schwitzen, was natürlich auch sein kann. Ich bin ja noch krank. Wie man mir auch ansieht. Ich schwitze sofort, ne? Also erstmal friere ich und dann fange ich wieder an zu schwitzen. Und dann friere ich wieder und dann fange ich wieder an zu schwitzen. Also doll ist das echt noch nicht mit mir. Hat mich richtig erwischt, ne? Aber wie gesagt, da bei uns in Chorum, die gehen dann zum Arzt und dann kriegen die irgendeine Grippespritze und dann geht es denen oft auch schon sehr viel besser, ne? Oder die nehmen Grippe-Medikamente. Ich weiß gar nicht, was die da für Medikamente nehmen, geben Grippe. Die haben mir auch den Namen gesagt, wie gesagt, Atom oder keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Aber ich habe das nicht gemacht. Es ist mir einfach lieber, die Grippe auszukurieren, damit ich sie dann auch los bin und sie nicht unterdrücke durch die Medikamente. Ne? Hoffentlich ist es nicht das Gedöns, ne? Glaube ich aber nicht, weil dann hätte ich meinen Mann ja angesteckt. Na gut, jetzt jedenfalls trinke ich meinen Kaffee weiter. Ich gucke mir gerade die Nachrichten an. Zum ersten Mal eigentlich, seit ich aus dieser Chorum-Blase wieder raus bin. Sonst habe ich sie immer auf Türkisch geguckt. Heute gucke ich auf Deutsch. Und ja, es ist natürlich wieder echt alles richtig, richtig schlimm. Ne? Mein Gott. Na gut, bis nachher. Übrigens 24 Grad hier in Alanya gerade, habe ich auf meinem Handy gesehen. Kommt mir aber schon wärmer vor. Also gefühlt sind es sicherlich so 27. Wird aber bestimmt auch noch mit klarem blauen Himmel. Den Schirm lasse ich mal abmachen heute von meinem Mann. Der ist, glaube ich, der hat ausgedient für diesen Sommer.
eine neue Maschine voll gemacht, aber wie ihr hört, sind die Sachen, die die Trommel halten, nicht mehr fest. Zwei, drei weiße Sachen hatte ich auch drin, die habe ich jetzt in so einen Einkaufsbeutel reingemacht. Auch das Unterhemd habe ich nochmal gemacht. Habe ich in so einen Wäschebeutel reingemacht, hier in so einen Einkaufsbeutel, damit das weiß bleibt. Ja, sonst habe ich noch ein paar Wolldecken drin, die mein Mann aus Deutschland mitgebracht hat. Und ja, abgewaschen habe ich auch unser Frühstücksgeschirr. Mein Kopftuch habe ich gewaschen, das hatte ich ja mit. Einmal mit der Hand durchgewaschen. Mein Mann macht jetzt gerade die Pflanzen sauber draußen im Garten. Und ich hole mir jetzt meine Brille und setze mich hin und gucke meine türkische Serie weiter. Ich hatte ja eine angefangen vor ein paar Wochen. Bambaşka Biri heißt die Serie. Hatte ich euch ja erzählt, mit einer Staatsanwältin und einem Journalisten. Und der Journalist hat ja jemanden ermordet und die Staatsanwältin weiß das aber nicht. Und die haben sich so angefreundet und werden dann ja auch ein Liebespaar später. Die Serie gucke ich mir an. Die habe ich noch in der ersten Folge in Arbeit. Und ich werde mich jetzt hinsetzen, ein bisschen gucken. Ich bin noch wirklich noch krank, ne? Das ist echt kacke. Kann man ja gar nichts machen. Naja. Abend haben wir noch die Pistazien gegessen, wie gesagt, die wir ja aus Şanlıurfa mitgebracht haben. Nee, aus Gaziantep. Die fand mein Sohn so lecker. Ich finde die auch ganz lecker. Aber die haben nur so eine ganz kleine Pistazie innen drin. Das hat er uns auch gesagt, es gibt ja verschiedene Qualitäten. Und wir haben halt jetzt so die mittlere genommen mit kleineren Pistazien und großen Schalen. Die hatten wir in Arbeit, mochte mein Mann jetzt nicht so gerne, muss ich sagen. Aber wir haben ja noch mehr mitgebracht. Wir werden heute Abend vielleicht mal die andere aufmachen, die ein bisschen bessere Qualität hat. Dann hatten wir ja auch noch diese Fündig mitgenommen. Wie heißt das auch nicht? Erdnuss, sondern komme ich nicht drauf. Und da hat das auch so eine dicke Schale. Die meisten der Schalen sind gar nicht auf. Ich soll mal irgendwie so einen Nussknacker mitholen. Ja, auch den Karton nehme ich mit im Müll nachher. Naja, jetzt hoffe ich, dass ich nochmal die eine Maschine sauber gewaschen bekomme. Dann müssen wir mal, vielleicht fahren wir nachher ins Museum. Da gibt es ja, soweit ich weiß, Mediamarkt. Gucken wir nochmal im Fernseher. Den wollen wir uns ja holen, eine neue Waschmaschine vielleicht. Weil die ist ja nur echt Schrott. Obwohl mein Mann sagt, er will sie heil machen. Kann er ja auch eigentlich. Aber das ist natürlich immer wieder viel Arbeit. Naja, mal schauen, wie wir uns da entschließen. Na, ich gucke mich jetzt. Ich setze mich jetzt hin und gucke meine Serie weiter. Kilere civata.
Achso, das ist ein Grapefruitbaum, haben wir jetzt herausgefunden. Das sind Grapefruits. Sind halt nicht so solo, also nicht so durchsaftet, weil der Baum wahrscheinlich krank ist. Ich weiß es nicht. Grapefruits. Ich habe die ja jetzt abgewaschen und haben wir probiert, schmeckt lecker.